Das ist die Geschichte eines Abenteuers. Eine Geschichte von Ursprünglichkeit, Idealismus, von Paradiesvögeln und einem unverschämt leckeren Kaffee. Mount Hagen. Vor 30 Jahren war allein die Idee, Bio-Kaffee herstellen zu wollen, ziemlich unkonventionell. Erst recht am anderen Ende der Welt, hier auf Papua-Neuguinea. Das Terroir, das Klima waren und sind zwar perfekt für anspruchsvolle Arabikas, aber Papua ist ein wildes Land. Das war wirklich abenteuerlich damals. Wir haben eine Kaffeefarm, eine Kooperative gesucht. Allein das war nicht einfach, aber es hat geklappt. Um die Farmer bei der Umstellung auf Bio zu unterstützen, haben wir Anbauberater geschickt, die dann tatsächlich fliehen mussten, weil sie bedroht wurden. Hier gab es ein großes Konfliktpotenzial, allein durch die vielen rivalisierenden Stämme. Aber wir haben uns nicht abschrecken lassen, haben weitergemacht und es auch geschafft. Mount Hagen Arabicas wachsen auf über 1500 Meter, in sehr vielen kleinen Plantagen, unter Schattenbäumen wie Kasuarinen, Bananen, Eukalyptus. Werden gehegt, gepflegt, ganz ohne chemische Dünger, ohne Pestizide. Geerntet wird von Hand. Und nur die wirklich reifen Kaffeekirschen. Und daraus entstehen in allergrößter Ruhe, mit sehr viel Sorgfalt, handverlesene Rohkaffees. Die sich dann auf den Weg zu uns begeben. Nach Hamburg. Inzwischen sind es über 60 Container Bio-Fairtrade-Arabicas aus Papua, die in Hamburg sanft und langsam geröstet und veredelt werden. Damit sie ihre opulenten Aromen entfalten können. Und die sind wirklich etwas ganz Besonderes. Egal ob im Espresso, dem Instant oder dem klassischen Röstkaffee. Aber das ist ja nur ein Teil der Geschichte, ein Teil von Mount Hagen. Heute arbeiten wir mit über 2500 Farmern in Papua-Neuguinea zusammen. Und natürlich auch noch mit vielen anderen in Lateinamerika und Afrika. Augenhöhe, Respekt und Vertrauen sind dabei die Basis von allem. Was konkret bedeutet, wir garantieren den Kaffeefarmern die Abnahme ihrer Ernten. Langfristig und zu festgeschriebenen Fairtrade-Preisen. Der Effekt? Die Lebensbedingungen der Farmer verbessern sich kontinuierlich. Ebenso die Artenvielfalt in den Kaffeegärten. Die Qualität der Böden und der Nahrungsmittel. Kaffee kann eben noch viel mehr als unverschämt lecker sein. Für die Farmer, ihre Familien und für Mount Hagen bedeutet Kaffee Zukunft. Hello Henry. Wenn man respektvoll mit ihm umgeht. Und das tun wir. Unser Wachstum, unser Erfolg basiert auf Fairness für alle. Für die Farmer, die Umwelt und für den Kunden. Ein Weg, der gut funktioniert und noch besser schmeckt.